Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Osiris New Dawn. Immer noch Tag 6. Ich sollte wirklich darauf achten, dass ich die Tage auch beende, bevor ich eine Aufnahme beende. Weil sonst zählt das, glaube ich, echt nicht weiter. Mir wurde gesagt im Kommentarbereich, dass ich doch mal bitte Einrichtungen bauen soll, die noch keine oder die schon eine Funktion haben. Und zwar gibt es da zum einen wohl die Küche, die schon eine Funktion haben soll. Da soll man nämlich Essen kochen können. Ich muss nur gerade gucken, wo ist sie denn? Hier die Küche, genau, die soll ich mal bauen. Und ich soll auch mal den Water Reclaimer bauen, denn er soll nämlich Flaschen auffüllen können. Also die zwei Objekte haben tatsächlich schon eine Funktion. Und das Witzige ist, es sind ausgerechnet die einzigen zwei Objekte, die ich noch nicht gebaut habe. Insofern, ja, passt das. Das ist doch super. Dann haben wir gleich was zu tun. Ich glaube, die Küche kann ich sogar schon direkt bauen. Obwohl, da steht Build Inside Habitat. Und das muss ich auch in einem Habitat bauen, die zwei Sachen. Das heißt, ich baue jetzt erstmal noch ein weiteres Habitat. Ihr habt mir auch den Tipp gegeben, dass ich nicht unbedingt einen Hallway brauche, um jetzt zum Beispiel so ein Biodom oder irgendwie was anderes dann direkt an mein Habitat dran zu bauen. Ich kann das auch direkt an so einen Kuppler dran setzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Kuppler ranmachen würde, könnte ich direkt daneben gleich das Habitat hinbauen. Das ist ein guter Hinweis und ich werde genau das jetzt tun. Ich werde versuchen, ein zweites Habitat zu bauen. Jetzt gucke ich erstmal ins Inventar. Genau, ich hatte mir nämlich das Stahlzeug, das hatte ich mir zurückgecheatet zwischen der letzten und dieser Folge. Das heißt, ich habe jetzt wieder genug Stahl auf jeden Fall, um das machen zu können. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ich brauche natürlich ein weiteres Habitat. 40, genau, da haben wir schon genug. Ah, wir haben ja eigentlich schon alles, was wir dafür brauchen. Gut, vielleicht noch ein bisschen mehr Kupfer holen und Glas. Dann nehme ich doch mal die Schaufel in die Hand und schaufel mir jetzt einen Wolf. Also, einmal Glas, zweimal Glas, dreimal Glas, viermal Glas. Wer wird angegriffen? Ach du Scheiße, Moment, da muss ich gerade intervenieren. Dann müssen wir mal gerade... Jawohl, Headshot. Noch irgendwer? Da hinten. Da kommen sie. Habe ich schon gesehen. Haha, wie er wegschnipst. Wunderschön. Moment, jetzt müssen wir mal doch... mal hier hinten. Hua. Schön reingefahren in die Baracke. So, gerade nochmal hier die Turrets ein bisschen unterstützen. Ich meine, die würden das zur Not auch hinkriegen. Plöps. So, das Alien Meat, das sammle ich jetzt nicht auf. Das soll wohl auch Lebenspunkte zurückgeben. Ich lasse das jetzt aber mal liegen. Wenn ich sterbe, sterbe ich eh direkt meistens, ohne mich heilen zu können vorher noch, ne? So. Ich hoffe, dass... war es jetzt mit Gegnern. Weil ich gerade wieder eine neue Sitzung angefangen habe, kommen sie dann immer am Anfang von jeder Sitzung. Kommen sie. So, jetzt habe ich natürlich nicht mehr mitgezählt. Ist jetzt egal, ich schaufel jetzt einfach. Ich kann an sich so lange schaufeln, bis die Schaufel kaputt ist. Dauert ja nicht mehr lange. Sie wird schon rot. Langsam aber sicher. Kann ich eigentlich gedrückt halten? Ja. Okay, dann halte ich mal gedrückt, sonst... Das wird mir nämlich wieder geschrieben, oh, du kannst einfach gedrückt halten, da musst du nicht so viel klicken. Aber ich will doch meinen Zeigefinger trainieren, der soll doch muskulös sein. Das soll doch so ein richtiger Arnold Schwarzenegger Zeigefinger sein. Wenn sonst schon nichts an mir muskulös ist, dann ist es wenigstens mein Zeigefinger. So. Jetzt gucken wir mal, wie viel haben wir denn jetzt? Okay, einmal noch. Jetzt machen wir das hier nämlich zu Glas. Flup, 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 flup. Wie viel haben wir jetzt? Genug, auf jeden Fall. So, jetzt hole ich noch ein bisschen Kupfer. Würde ich sagen. Und zwar mit dem GAV. Ja, und danach, wenn wir dann das alles gebaut haben, also wenn wir wirklich alles gebaut haben, was man bauen kann, was wir ja jetzt bald haben, dann werde ich auf jeden Fall mal einen einen Multiplayer-Spielstand anfangen. Ist das Vieh jetzt aggro auf mich? Nö, es interessiert sich gar nicht für mich. Hier gab es doch auch noch, hier drüben gab es doch irgendwo Kupfer. Kupfer? Nee, das ist Titan. Irgendwo hier gab es einen Kupferstein, den man gefahrlos abbauen konnte. Hier.
Genau, die nehmen wir jetzt noch mit. Wunderschön. Gib mir das Kopfer. Genau, und wie gesagt, wenn wir dann alles hier gebaut haben im Singleplayer, was so geht, dann fange ich mal im Multiplayer einen neuen Spielstand an. Dann suche ich mir irgendeinen Server raus, auf dem ich dann ein bisschen... Ha! Schnell hier rein! Oh Gott. Du kleines Mistvieh, du. Du kleines Schweinchen. Mann. Denkt man, man kann mal in Ruhe Ressourcen farmen, aber nichts ist. Ich muss mich, glaube ich, vernähen. Oder verkleben. Nee, alles ist gut. Meine Güte, ey. Ich kann euch sagen, liebe Freunde. Ich kann euch sagen. Der absolute Wahnsinn. Ist eigentlich das Würmchen hier noch da? Könnte ich nämlich... Ja, das Würmchen ist noch da. Wartet mal, wir töten mal jetzt das Würmchen ganz schnell. Wie es sich um sich selbst dreht und ich weiß, wo es hin soll. Herrlich. Nehmen wir nämlich den Kupfer ja auch noch mit. Haha. Was? Ich hab's schon pfeifen gehört. Wo? Ich hab's gehört. Hä? Kann mir jetzt bitte jemand erklären? Ach da! Ihr kleinen Schweinchen. Ja, kommt doch! Hahaha! Huch! Ah nein, ich kann die Kanone nicht so weit nach unten ziehen. Jetzt aber. Yeah. Sie kommen wieder häufiger irgendwie, aber es kam kein Update oder so. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass welche kommen, wenn ich hier farme. Ein bisschen seltsam ist das schon. Könnten die Herrschaften sich bitte mal entscheiden, wann sie denn kommen und wann nicht? Die Herrschaften Alienwürmer. Okay, das war's. Reicht aber auch jetzt an Kupfer. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Mehr brauchen wir ja gar nicht, ne? Haben ja schon genug. Ah ja, genau, und ein paar Turrets werde ich auch noch bauen. Das wollten wir ja auch noch machen. Ich erinnere mich. Aber jetzt machen wir erstmal das Habitat, da sind wir gerade irgendwie ein bisschen schneller dran. Ach ja, wie war denn das eigentlich? Brauche ich eigentlich für so einen Kuppler? Was brauche ich eigentlich für so einen Kuppler nochmal? Müssen wir nochmal schnell mit dem Multitool... Mach auf. Müssen wir mal schnell mit dem Multitool die eine Wand hier einreißen und mal gucken, was braucht ich denn dafür? Destroy. Yes. Für einen Kuppler. Genau, ich brauche Stahl, ich brauche Titan, Gummi und Aluminium. Moment, Gummi haben wir hier drin. Müssten wir eigentlich noch... Ne, Moment, Gummi hatten wir hier im Schrank. Genau, Gummi... Dann Aluminium. Ich kann ja hier raus. Ich kann ja hier abkürzen. So, Stahl haben wir noch genug. Aluminium haben wir und Titan. Aber ich glaube, Titan brauche ich noch genau einen Klumpen. Kuppler. Ah, ne, okay. Dann bauen wir den mal. Haha. Wunderschön. So, und jetzt brauchen wir noch... Oder brauchen wir noch? Ich weiß gar nicht. Moment. Furniture? Nee. Structures. Habitat. Brauchen wir auf jeden Fall Kupfer. Kupfer, Alu und Glas. Genau, das müsste jetzt eigentlich schon... Habitat. Und kann ich da jetzt an den... Nee, kann ich nicht. Das geht nicht. Man kann nicht zwei Habitats mit nur an dem Kuppler ohne Hallway verbinden. Das geht nicht. Okay, dann müssen wir ein Hallway bauen vorher. Hilft ja nichts. Hallway. Und da fehlt Eisen, natürlich. Und Plastik. Moment mal, Eisen hatten wir doch aber gerade noch. Wie viel brauche ich denn dafür? 6. Okay, na gut, das ist ja schnell gefarmt. Hallo? Greif mal hier drauf zu, bitte. Packen wir mal das alles nochmal weg. So. So. Das Alu packen wir auch mal weg. Ach, so wenig Platz hier drin.
in der Forge. Ich nehme mal das gegrillte Alienfleisch raus vielleicht. Das muss man ja nicht unbedingt mitnehmen. Also hier lassen, vergammeln lassen. Aber ich glaube, es kann noch momentan noch nicht vergammeln. Das ist noch nicht implementiert. So, ich nehme jetzt einfach irgendeinen von diesen Base Metal Steinen. Ich gehe jetzt nicht da extra nochmal da hinten hin, um jetzt die paar Metalleinheiten zu... Obwohl, Moment, scheiße, ich glaube, ich muss es trotzdem machen, weil wir ja auch noch Rohmetall brauchen, um die Wände fertig zu bauen, ne? Ist jetzt egal, ich mache jetzt hier Base Metal erstmal platt, komm. Jawohl. Erstmal für den Hallway, der Rest, der ergibt sich. Oh, ist da alles wegrollt. Moment, ich hole euch gleich, ihr rollenden Bröckchen. Oh, Moment. Ah, Eisenklumpen, sehr gut. Noch mehr Eisenklumpen. Wartet. Lauft nicht weg, wir sind Freunde. Haha, ich werde euch... Ah. Komm hoch. Hab ich doch gehört hier, du Schweinchen. Ja, ja, komm. Flieg. Yes. Tschüss. 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 So, da haben wir das Eisen, das wir brauchen. Und jetzt können wir den Hallway bauen. Noch schnell das Plaste holen. Plaste, 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 Plaste. Plastoline. So. Können wir hier ablagern. Oh, hier ist ja auch noch Kupfer. Ganz vergessen. Meine Ressourcenlager sind zu verstreut. Ich verliere langsam den Überblick. Inventory. Was brauchte ich jetzt nochmal? Schon wieder vergessen. Genau, nee, ich habe alles. Moment, habe ich das auch alles im Inventar? Ich glaube nicht. So. Habe ich jetzt alles? Ja, ich denke schon. Also, Structures, Hallway. Genau. Ich hoffe, ich kann auch ein zweites Habitat bauen. Voll die Megabase schon. Huch, ach, Kupfer fehlt. Kupfer, Kupfer, Kupfer. So. Ich kann nur eine Dings machen, weil dann fehlt mir wieder Eisen. Okay, ich muss doch nochmal eine Eisentour machen. Und... Flupp, sehr schön. So, das war's schon mit Eisen. Können wir denn jetzt das Habitat noch bauen? Haben wir da noch genug? Glas, genau. Glas brauchen wir noch. Dann können wir das Habitat bauen. Können wir ja gleich mal gucken, ob das direkt angeschlossen werden kann oder ob wir da jetzt doch noch... Oder ob wir das doch einzeln stellen müssen. Okay. Allem Anschein nach kann man kein zweites Habitat bauen. Warum das denn nicht? Das ist doch voll sinnlos. Man muss doch ein zweites Habitat bauen können. Also, man muss doch seinen Wohnraum vergrößern können. Wie sinnlos ist das denn bitte? Ist ja bescheuert. Ist ja ultra bescheuert. Ich kann... Ach so, guckt mal. Das hat einen Radius. Kann das sein? Da, guckt mal. Da ist so ein komischer Radius drüber. Und anscheinend verhindert dieses Habitat, dass ich ein zweites bauen kann. Ich muss mich außerhalb des Radius bewegen, damit ich... Ach, wahrscheinlich wegen PvP, ne? Damit man jetzt nicht feindliche Basen direkt nebeneinander bauen kann. Ich meine, gut, bei feindlichen Basen könnte ich es noch verstehen, aber bei meiner eigenen ist es doch eigentlich vollkommen egal, wie nah die beieinander sind oder nicht. Check ich nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Oder ist das auf den Servern schon so ein großes Problem, dass alle ihr, dass das ganze, dass die ganze Map zugepflastert wird mit Habitats? Und deswegen da dieser Radius jetzt gebaut wurde oder erstellt wurde, dass man nur in einem bestimmten Radius ein Habitat bauen kann. Ich finde das sinnlos irgendwie. Dann kann ich ja hier gar keine Dings bauen. Obwohl doch, kann ich. Ich kann das hier abreißen. Moment, wie machen wir das mit Multitool? Destroy. Yes. Ach so, jetzt habe ich nur das Panel zerstört. Wie kann ich denn das hier jetzt zerstören? Wartet mal. Destroy Structure. Toll. Voll wenig wiedergekriegt.
So, dann können wir ja... Lol, wie ich einfach reinlaufen kann. Ist auch immer wieder Gold wert. So, das machen wir auch weg. Und dann machen wir da einen Normal Wall, nehme ich hin. Dann kann ich da zumindest in die Ecke die Küche bauen. Obwohl eigentlich wäre der Water Reclaimer sinnvoller, weil Küche und so kann ich ja eigentlich schon nutzen. Also da habe ich ja die Forge dazu. Deswegen brauche ich ja eigentlich gar keine Küche, weil da kann ich ja nur dann das Alienfleisch zubereiten. So, wir brauchen Kabel. Wie war denn das eigentlich? Was brauche ich denn für einen Water Reclaimer? Genau, Kabel. Den Spaß hier. Und Gummi. Gummi haben wir auch noch drin, ne? Okay, jetzt haben wir gleich Gummi drin, so. Genau. Kann ich das jetzt bauen? Ja. Bauen wir das doch mal. Haha, Water Reclaimer. Draußen wird schon wieder geschossen. Mein Gott, was ist denn hier nur immer los, ey? Ein Stress hier. Jetzt muss ich mal hier ein Machtwort sprechen. Stirb. Und du auch. Haha. So, wie geht's meinen Turrets? Mal schnell gucken. Müssen die repariert werden? Er muss repariert werden. Er nicht. Machen wir das doch gleich mal. Reparieren wir die mal. Jawohl. Und er da? Er muss auch repariert werden. Machen wir das auch gleich mal. Und ja, da hinten muss ja auch repariert werden. Nein. Okay. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob wir den Water Reclaimer schon benutzen können. Ich will das jetzt mal probieren. Schauen wir mal. Eine leere Glasflasche bräuchten wir dazu, glaube ich. Sowas hier, genau, da trinken wir jetzt nochmal von. Und den Rest empty ich mal out, so. Ich meine, das Wasser in den Flaschen füllt sich, glaube ich, eh automatisch wieder auf. Genauso wie die Kartoffeln sich immer von selbst wieder auffüllen, warum auch immer. Activate. Replenish Water. Ach so, da habe ich jetzt draus getrunken, oder was? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt die Flasche in die Hand nehme, kann ich da jetzt zapfen? Oxygen Replenishing. Replenish Water. Ach so, in 4 Minuten kann ich wahrscheinlich erst wieder was zapfen. Oder kann ich jetzt einfach activaten? Nee, not ready. Okay. Also mit F kann ich direkt draus trinken, wie es aussieht. Und dann kann ich bestimmt mit dem Wasserglas in der Hand, kann ich das bestimmt dann auffüllen. Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn man das nicht irgendwie auch auffüllen kann. Aber irgendwie sieht das aus wie eine Stereoanlage. Sieht irgendwie mehr aus wie eine Stereoanlage. Beziehungsweise hier unten sieht es fast ein bisschen aus wie so ein Server. Witzig. So, ich speichere mal. Aha. Und dann würde ich sagen, ist an der Stelle die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Osiris New Dawn. Und dann mache ich nochmal eine Farmtour. Und dann bauen wir noch, da haben wir noch Platz da drüben an der Wand. Da bauen wir noch eine Küche hin. Bis zur nächsten Folge Osiris New Dawn. Bis dann, ciao, ciao.